sind gerade losgefahren und zwar ist jetzt 13 Uhr montags und wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Das erste Mal in unserem Leben nach über einem Jahr jetzt, nachdem wir das Auto gekauft haben, auf dem Weg zu Tesla in die Werkstatt, weil wir haben uns leider so einen blöden Scheibenriss hinten in die große Heckscheibe haben wir bekommen und keine Ahnung wodurch, es ist ein Riss drin und der wird heute behoben, sprich die werden sicherlich die Heckscheibe austauschen. Mal schauen, wie das klappt in einem Tesla Auto, in einer Tesla Autowerkstatt. Zugezogen hätte ich sagen können, wir haben uns alles zugezogen. Draußen sind muckelige 31 Grad, hier drin sind wunderbare 20 Grad und wir genießen jetzt diese einstündige Fahrt nach Düsseldorf mit unserem Model 3, was immer noch ein Traum ist. Er hat jetzt letzten Samstag erst die Sommerreifen wieder bekommen. Die sind nochmal tatsächlich, obwohl die Winterreifen super gut waren, sehr leise im Laufgeräusch. Also ich hatte da kaum einen Unterschied gemerkt, jetzt so gewechselt zurück mit diesen Schalldämmung in den Reifen drin, merkt man schon was und fühlt sich einfach so traumhaft wieder an, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Die Ausfahrt rechts, Abfahrung Richtung Düsseldorf-Holthausen. Okay, noch sehe ich keinen Tesla. Aber wir sind ja noch nicht da. Jetzt rechts abbiegen, um auf Bonner Straße zu bleiben. Tesla! Ja. Man fühlt sich fast zu Hause. Ich war jetzt mal noch nie. Jetzt das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Muckelig ist es hier. So, Zwischenstatus. Wir sitzen jetzt hier, wollen den Wagen abgeben. Termin, alles gut. Aber die sagen, das können sie heute nicht mehr machen. Halben Tag freigenommen. Ich bin gespannt. Wir versuchen jetzt was, aber mal schauen, wie es ausgeht. Die haben keine Scheibe da und der Mensch, der Scheibenprofi ist, der ist auch nicht da. Also heute wird es definitiv nicht mehr repariert. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einen Leihwagen kriegen und die uns das Auto dann nach Hause bringen. Prüft jetzt noch mal irgendwie, dass das möglichst schnell geht. Tja, Tesla Werkstatt. Also super freundlich, soweit alles top und auch keine Hektik hier und nichts. Aber es funktioniert noch nicht richtig. Er bemühte sich redlich, aber vergebens. Wenn man sich jetzt hier so umschaut, dieselbe Frau, irgendwie das gleiche Auto, alles gleich, schwarz, bisschen dreckiger als unseres. Wir sind jetzt in einem Model 3. Auf dem Weg nach Hause, aber nicht mit unserem, sondern mit einem Leihwagen. Eigentlich wollte er uns ein Model S geben, aber es hat er nicht gefunden. Aber wieder ein Model 3. Aber ja, freundlich, alles gut. Sie machen das, so wie es aussieht, auch auf Kulanz. Der gesamte Riss ist wohl recht häufig, dass die Scheibe hinten aufgrund von Spannungen reißt. Und ja, entsprechend kriegen wir es jetzt kostenlos. Morgen Abend, kurz vor Feierabend, werden wir losfahren nochmal und dann holen wir den Wagen wieder ab. Also gesehen, okay, hätte man von vornherein so planen können eventuell. Sie haben es halt nicht gesagt, deswegen dachte ich, wir können darauf warten. Aber ist jetzt kein Drama und wenn es dann auch noch kostenlos auf Kulanz oder auf Garantie gemacht wird, dann ist ja alles gut. Wir werden dann sehen, wie das funktioniert hat mit dem Abholen. Was ganz interessant war, als wir so gewartet hatten draußen auf dem Mietwagen, die Leute rennen die Bude ein dort, ne? Nach Probefahrten. Die wollen alle Probefahren. Und die Leute, wir haben so einige mal angesprochen, als sie wieder kamen, durchweg totale Begeisterung und nichts Negatives. Und ich habe dann gefragt, und Kaufentscheidung steht fest? Ja, sag doch, sie wissen das nur noch nicht. Und sie meinten auch, ja, so ist das wahrscheinlich auch. So, ein neuer Tag, neues Glück. Wir sind wieder auf dem Weg nach Düsseldorf in dem Leihwagen.
Und ja, die haben es gemacht, die haben angerufen, wie versprochen, dass der Wagen fertig ist. Man konnte das auch wunderbar in der App nachverfolgen, wieso da quasi der Status ist. Also, dass er gerade in Reparatur ist, dass ein Kostenvoranschlag vorgemacht wurde. Der war auch ein Haken dran, sprich, da wir ja keinen Preis genannt bekommen haben, ist es eigentlich amtlich, dass wir da auch nichts für bezahlen werden. Und ja, jetzt sind wir schon sehr spät dran, ist schon 17.09 Uhr. Wie wir in dort sind, ist schon fast 18 Uhr. Sind zumindest keine Leute aus der Werkstatt mehr da oder Meister, nur noch eine Art Pförtner. Und der Wagen steht schon draußen. Wir werden diesen Wagen dann hier abgeben. Das heißt, die Karte in den Briefkasten werfen und unser Wagen mit unseren iPhones öffnen. Ja, dann schauen wir mal, wie er aussieht und ob er wirklich wieder eine Scheibe hat, die heile ist. Tada! Wir haben Möppel wieder. Guck mal, eine Scheibe ohne Bruch, ohne Sprung. Alles gut? Ja, alles gut. Supi. Ich hoffe, die ist dicht. Ja, das werden wir in der Waschanlage sehen, ob die dicht ist. So, Scheibe ist drin, alles gut. Und das ist doch nett hier, ne? Gute Fahrt, bleiben Sie gesund. Ja, wenn am Auto noch alles heile ist, optisch ist dem so, Scheibe ist drin, alles gut. Wir haben unser Möppel wieder, hat alles gut geklappt. Eine Rechnung kann ich auch nicht sehen. Rechnung gibt's nicht. Bis auf diese Missverständnis oder diese Probleme gestern, dass wir nicht drauf warten konnten. Alles super. Tja, jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg. Unsere erste Tesla-Werkstatterfahrung, eigentlich positiv, alles gut. Letztendlich vor allen Dingen kostenlos, das ist besonders gut. Und ja, von daher Fazit, kann mich nicht beschweren. Möchten aber jetzt an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche Samstag, das ist in, 8 Tagen, geht es auf unseren Roadtrip Nummer 2, Europa Roadtrip. Aufgrund von Corona werden wir dieses Jahr wieder nicht in Urlaub fliegen und werden nochmal, und da freuen wir uns jetzt riesig drauf, unseren Tesla genießen. Und euch nehmen wir sehr gerne wieder mit auf den zweiten Roadtrip durch Europa, der möglicherweise jetzt etwas weiter wird. Letztes Mal waren ja 6300 Kilometer. Diesmal schätzen wir, werden es 8000 Kilometer werden, weil wir die gesamte europäische Kontur, die Küste quasi abfahren wollen. In Belgien angefangen und dann Frankreich, Spanien, Portugal runter, unten Gibraltar und dann an der Mittelmeerküste wieder zurück. So ist der Plan und ja, wir freuen uns schon total darauf, auf dieses Lebensgefühl mit diesem tollen Auto. Und noch schöner ist es zu wissen, dass ihr mit dabei seid. Übrigens, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Einfach auf das Glöckchen drücken bei YouTube und ihr werdet daran erinnert, wenn wir einen neuen Vlog veröffentlichen. So werdet ihr dann nicht mehr vergessen oder verpassen, wenn es neue Vlogs zu unserem Europa Roadtrip mit dem Tesla Teil 2 gibt. Also, wir freuen uns auf euch. Bis demnächst. Tschüssi.